Guten Morgen, wir haben uns jetzt fertig gemacht und es geht ja gleich zum Züchter und ich zeige euch jetzt mal, was wir alles mitnehmen. Also, das ist ja der Rucksack für Kobi und Ellie. Ja, da sind für uns Essen, also in den Kühltaschen sind für uns Essen und halt auch Getränke drin. Ich kann ja mal eins zeigen, da haben wir zum Beispiel Smoothies drin. Das ist Trinken für Kobi und Ellie dann. Und jetzt zeige ich mal, was wir hier alles Schönes so drin haben. Wir haben auf jeden Fall ein altes Handtuch mitgenommen, das werde ich dann wahrscheinlich auf dem Schoß haben, falls Ellie mal reinpinkeln sollte, dass sie nicht sofort auf meine Hose pinkelt. Sie kriegt bestimmt vom Züchter eine Decke mit, aber ein altes Handtuch finde ich... Na, Kobi, das war gut, ne? Also ein altes Handtuch, wer weiß, wann wir das brauchen, aber vorsichtshalber würde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Dann wissen wir nicht, wie lange wir weg sind, deswegen auf jeden Fall noch essen. Hier ist normalerweise Trockenfutter drin. Das ist aktuell in seinem Napf und wenn er das nicht isst, dann kommt das da einfach wieder rein. Dann haben wir Leckerlis mitgenommen. Auf jeden Fall Zebra-Rolle. Falls, wie gesagt, Ellie reinmacht, vielleicht bricht sie auch, wir wissen es ja nicht, überhaupt nicht. Den Kaufvertrag und vorsichtshalber auch schon das Geschirr und die Leine, obwohl wir gehört haben vom Züchter, dass wir das alles mitkriegen. Aber vorsichtshalber haben wir es mit. Und hier vorne müsste noch auch noch was sein. Und zwar habe ich vorsichtshalber einen Müllbeutel mitgenommen, falls Ellie wirklich reinmacht, damit man halt die Zebra-Dinger gleich entsorgen kann. Und wir haben auch noch Kotbeutel mitgenommen, falls wir irgendwo anhalten und Ellie irgendwo hinmacht oder auch Kobi, dass wir es natürlich wegmachen können. Ja, das werde ich jetzt alles wieder einpacken und dann würden wir eigentlich auch schon losfahren. Wir sind total aufgeregt, wirklich mega aufgeregt. So, laut Navi sind wir in 12 Minuten da und hinter mir kann man hoffentlich sehen, dass Sascha gerade tankt, denn wir dachten uns also, unser Tankstrich ist genau zur Hälfte und wir dachten uns, wir tanken lieber jetzt. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt tanken müssten, aber vorsichtshalber tanken wir jetzt einfach, damit wenn wir Ellie nachher abholen, gleich abholen, damit wir das dann halt einfach schon hinter uns haben und dass wir straight wirklich nach Hause fahren können. Wir sind schon total aufgeregt und aber ich muss sagen, so nervös, also nervös bin ich aktuell noch nicht. Also ich denke mal, das wird erst sein, wenn wir in die Straße reinfahren und dann da klingeln. Weil wir sind ja auch gespannt, wie Kobi sich benimmt. Also er benimmt sich immer gut, aber trotzdem, ja, macht man sich ja dann doch Gedanken. Ja, wie dann die Fahrt nach Hause wird, wie das alles einfach heute stattfindet und so. Da sind wir halt sehr, ja, angespannt, sag ich mal. Und ich glaube, wir machen drei Kreuze, wenn wir dann einfach heute Abend auf dem Sofa zu viert liegen. Oh mein Gott, zu viert. Guck mal, wer da ist. Ellie. Also, warum ich vorne sitze? Ja, wir hatten uns das anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich in der Mitte hinten sitzen und Kobi in seinen Hundesitz. Aber es sind 33 Grad. Das Auto war natürlich sehr warm. Wir haben eine Klimaanlage, aber das dauert sehr lange, bis es halt kühler wird in dem ganzen Auto. Und hinten haben wir halt keine Lüfterdinger, also hat das wirklich sehr lange gedauert. Und dann dachte ich mir, es wäre einfach, glaube ich, das Beste, wenn ich mich da vorne hinsetze. Wir haben vorsichtshalber ein Handtuch hier hingelegt, falls Ellie mich irgendwie anpinkelt oder so. Und wir haben auf jeden Fall noch 2 Stunden vor uns und Ellie ist fix und fertig und die schläft und ich hoffe einfach nur, sie hält die 2 Stunden komplett aus, damit wir halt keine Pause machen müssen. Kobi ist, glaube ich, auch fix und fertig und schläft wahrscheinlich auch komplett durch. Wir wollten eigentlich ein bisschen was filmen, wie das beim Züchter war, aber wir haben uns da gar nicht so lange aufgehalten. Das waren, glaube ich, nur 20 Minuten, weil sie haben nämlich gesagt, sobald die anfangen zu schlafen, sollen wir fahren, was wir aber auch sehr gut finden. Und deswegen sind wir eigentlich nach 20 Minuten schon wieder gefahren und es war ja auch extrem warm. Also wir haben uns draußen bei dem im Garten getroffen. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg und sehen uns dann zu Hause wieder. Also wir sind jetzt angekommen und bevor wir reingehen, werden wir Ellie jetzt hier mal kurz, wie sagt man das? Pushern lassen. Ja, pushern lassen. Und sie hat übrigens die 3 Stunden komplett durchgeschlafen. Wir mussten keine Pause machen. Und Kobi haben wir schon hochgetan, damit das jetzt hier nicht zu stressig ist. Und wir gehen am besten mal in den Schatten. So, vielleicht muss sie ja mal. Wir warten einfach mal ein bisschen. Ist mal hingelegt. So, also Ellie hat anscheinend überhaupt kein Interesse zu pinkeln. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein, wa?
Ich schau dich mal um. Ja, hey. Hey. Hallo. Fein, Elli. Fein, hallo. Fein, Kobi. Oh Gottchen. Hey, lecker. Das ist für dich. Das ist für dich. Ja. Hol ich mal das andere noch, ne? Also wir haben übrigens auch festgestellt, dass Elli auf jeden Fall noch erstmal einen Wassernapf braucht, weil sie ist einfach noch zu klein dafür. Genauso braucht sie auch noch einen extra Napf ja, zum Essen. Wir können das ja rausnehmen und dann einfach runterstellen. Ja, ich glaube, das ist auch noch zu groß. Ja, aber wir haben ja noch Näpfe. Ja. Ich glaube, sie müsste jetzt wahrscheinlich auch schon Essen kriegen, ne? Mhm. Ja, dann kriegt sie jetzt gleich ihr erstes Essen. Und ich glaube, sie wird bestimmt gleich jeden Moment hier reinmachen. Dann erkunde mal die schöne Wohnung. Elli. Aber neugierig ist sie. Ja. Oh, die freut sich. Schön. Super. Oh. Oh. Und Kobi denkt sich nur so, ich bin auch noch da. Oh, süß. Ja. Aber Kobi macht gar keine Anstalten. Hätte ja auch sein können, dass er bellt, aber ja. Er liegt ja ganz ruhig. Ne, Kleine? Die beiden kriege ich jetzt erstmal Essen und danach gehen wir mal wieder raus, ne? Ja. Oh, kann man doch schon draus trinken? Ja, sie hat es versucht. Kobi hat, als er da war, direkt reingemacht und sie, ich warte drauf, weil draußen wollte sie auch nicht machen. Ich warte da richtig drauf. Ganz vorsichtig. Na fein. Super. Kobi, willst du auch fressen? Nein, ich will nur zugucken. Schön. Also es ist jetzt 3 Uhr. Das heißt, wann kriegt sie das nächste? Ich denke mal, sie hat schon 2 Mahlzeiten bestimmt bekommen, ne? Machen wir um 17 und um 20 Uhr nochmal. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen und Elli verspeist gerade tatsächlich sofort schon Essen, also und ist auch neugierig. Mit Kobi und Elli, das ist noch so ein bisschen, aber das wird auf jeden Fall. Und unsere Züchterin hat uns erzählt, dass sie Elli 5 Mahlzeiten am Tag gegeben hat, immer 13 Gramm. Daran werden wir uns jetzt erstmal halten. Und wir haben auf jeden Fall auch was mitbekommen von unserer Züchterin oder von unserem Züchter. Und das werden wir euch auch gleich mal zeigen. Jetzt hat Elli erstmal gegessen. Und eigentlich müssen wir doch nach dem Essen direkt raus. So war das noch, ne? Das heißt, wir müssen gleich schon wieder raus. Aber sie macht echt einen sehr, sehr tollen Eindruck. Also ist voll zutraulich. Fein. Fein. So, wir waren jetzt mit Elli und Kobi eine ganz kleine Runde, weil es sind ja wirklich 35 Grad oder so. Und Elli hat nichts gemacht, gar nichts. Aber sie ging schon relativ gut an der Leine, aber ich habe sie ja trotzdem viel getragen. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir vom Züchter alles mitbekommen haben. Also erstmal ist das ihr Impfpass, dann die Wurfabnahme und dann noch von den Eltern, ob da alles in Ordnung ist. Elli, was machst du denn da? Da hat wohl jemand Hunger. Gesundheit! Dann eine Decke. Dann auch Zebertücher, die wir natürlich auf jeden Fall brauchen werden. Jetzt für die erste Zeit. Ein Geschirr. Könnte das mal ausprobieren, ob das passen würde. Aber Elli wirkt noch sehr dünn und schmal, deswegen hat wohl jemand Hunger. Geil. Na und dann auf jeden Fall halt Trockenfutter. Und Elli hat schon ihr Halsband um, was sie bekommen hat, und wir haben auch noch eine Leine bekommen.
Aber wir sind ja nicht die Heizband-Fans, deswegen wird sie das auf jeden Fall nicht lange tragen. Wir gucken mal, ob das Geschirr passen würde. Und wenn das passt, dann kommt das Heizband auf jeden Fall. Die braucht gar nicht jetzt hier denken, Teppich ist wie Rasen, da gehe ich jetzt mal drauf. Also das Geschirr kommt dann auf jeden Fall dran und das Heizband kommt dann irgendwann ab, je nachdem. Oh, Kobi, es tut dir so leid. Es ist einfach zu warm. Es ist einfach zu warm. Also übrigens haben wir auch diese geile Tasche dazu bekommen. Mit dem Mopscroll. So, Ellie und Kobi sind extrem müde. Die wollen jetzt erstmal schlafen. Und Sascha und ich sind auch vom Tag her allgemein her auch ein bisschen kaputt. Deswegen ist das für uns auch schön. Dann können wir jetzt erstmal Serien gucken. Und sobald Ellie dann wieder wach ist, gehen wir direkt raus. Sieht das nicht süß aus? Wie süß. Der Knochen ist so groß und Ellie. Das ist jetzt meiner. Oh nein. Jetzt fange ich damit schon wieder an. Knochen festhalten. Nee, aber auf keinen Fall, Ellie. Das ist groß. Ich glaube, sie ist jetzt erstmal beschäftigt. Und Kobi liegt da und ist noch ein bisschen distanziert. Also er weiß, glaube ich, noch nicht so richtig, was er mit Ellie machen soll. Die haben sich schon sehr, sehr oft beschnuppert und so. Aber das war's. Aber gut, für den ersten Tag ist es, glaube ich, voll in Ordnung. Ist das dein Knochen oder ist das Kobis Knochen? Das ist ja die Freundin. Damit Kobi nicht alleine ist. Hat er einfach einen neuen gekriegt. Ja, man sieht ihn nicht schlecht. Aber er hat wirklich einen gekriegt. Und ist jetzt wirklich glücklich. So, wir waren jetzt die letzte Runde mit Kobi heute. Und Ellie war auf jeden Fall dabei. Und ich muss sagen, sie kann schon echt ganz gut an der Leine gehen, auf jeden Fall. Natürlich nicht viel, wir haben sie den Rest des Weges immer getragen. Sie hat tatsächlich heute schon zweimal groß gemacht und einmal gepipit. Alles draußen, also bis jetzt hat sie drin noch gar nichts gemacht. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Das war's jetzt erstmal für heute. Wir halten euch auf dem Laufenden, also freut euch auf das nächste Video. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.